Erfolg macht sexy. Das ist die Überschrift für den 6. März 2010. Als sich Mosi dann an diesem 25. Spieltag aufmacht, ahnt er noch nicht, dass dies in jeder Hinsicht sein Abend wird. Das war das Spiel, als wir zu Hause gegen Gladbach, und das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Das Spiel hat angefangen am Anfang an mit ein bisschen Schnee, kann ich erinnern. -3 Grad im Signal Iduna Park. Und dennoch entwickeln sich eine heiße kleine Romanze und große Gefühle. Schon beim Einmarsch wird Mosi dann von einer Verehrerin verfolgt. Wir haben immer den Spaß gehabt, immer dabei zu haben auf dem Platz, auf dem Rasen. Also bedeutet sehr, sehr viel für den Verein. Im Januar hatte Mosi dann mit der Nationalelf den Afrika-Cup gewonnen. Und erst 3 Tage zuvor hatte er in Wembley das historisch erste Tor Ägyptens gegen England erzielt. Der 28-Jährige ist im Frühjahr 2010 in Topform und gegen Gladbach von Beginn an die prägende Figur. Schon nach 13 Minuten liefert er die perfekte Vorlage zum Führungstreffer durch Kevin Großkreuz. Das war der Führungstor an diesem Spiel. Gut gespielt mit mir und Lukas und Kevin, dass wir einander alle drei gut miteinander gemacht. Neven Subotic hat den Ball vorne, Lukas gelassen. Ich nehme den Ball und laufe durch der Längsseite und dann quer an Kevin. Beweglich, pfiffig, brandgefährlich und nie in den Griff zu bekommen. So beschreibt der Kicker das Spiel des schwarz-gelben Angreifers an diesem Tag, der kurz vor der Pause beinahe schon das 2:0 erzielt. Nach der Pause gibt es dann kein Halten mehr, die 54. Minute. Das ist keine Tor, man schießt jeden Tag. Ich bin kein linker Fuß richtig. Ich kann mit beiden spielen, ich kann mit beiden schießen, aber ich bin ein richtiger rechter Fuß. Und dann, wenn man erzählt, so ein schönes Tor mit der Links, dann das macht auch ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Und vor allem, wenn man erzählt, dieses Tor direkt gegen der Südtribüne mit 25.000 Menschen auf dem Publikum, das wird immer einer meiner Lieblingstore bleiben. Ein Traumtor zum 2:0, gefolgt von großen Emotionen. Dann habe ich mit dem Publikum gelaufen, gejubelt und dann danach so die Kamera und dann habe ich das Küssen und den Herz an meine Familie geschickt nach Ägypten, weil ich wusste immer, wenn ich immer mit dem VfB spiele, dann hat meine Familie immer das Spiel geschaut. Und die Gala des Mohamed Zidane geht weiter. Und Zidane und das ist sein Spiel heute. Das war ein schnell Umschaltung-Tor. Wir haben den Ball erobert in der Mitte. Und dann hat Kuba den Ball zu mir gespielt. Bin ich den Ball genommen und dann zu Lukas gespielt. Dann habe ich dann direkt den Zug nach vorne und dann hat er mich dann richtig gut quer gespielt in der Spitze und dann habe ich dann direkt mit meinem linken Fuß geschossen. Das Spiel ist entschieden. Wenig später schenkt Jürgen Klopp dem Mann des Tages mit seiner Auswechslung den verdienten Extra-Applaus. Und nach dem Abpfiff kann endlich auch die Beziehung zwischen Emma und Mo wieder aufblühen. Sie hat immer uns gut Glück gebracht. Und immer nach einem Sieg, wenn sie mit uns auf dem Rasen standen, dann hat sie immer mit uns getanzt und gespielt und so. Und dieses Spiel, sie hat mich auf den Rücken genommen und dann haben wir miteinander gefeiert. Und so genießen beide den Sieg in vollen Zügen und strahlen um die Wette. Ich saß mit ihr auf dem Bauch nach dem Spiel und dann mit den Fans gejubelt. Und das war sehr, sehr schön, emotional Jubel mit dem Fans nach dem Spiel. Das macht Spaß. Emma und Mo, auch ohne Rose, das Traumpaar des Abends an diesem 6. März 2010.